Salut! Heute üben wir das indirekte Objektpronomen. Material. Ihr braucht euer Heft, einen Stift und vielleicht ein Wörterbuch. Wenn ich Bescheid sage, drückt auf Stopp und löst die Aufgabe. Im Anschluss vergleichen wir gemeinsam die Lösung. Aufgabe 1. Wie lauten denn eigentlich die indirekten Objektpronomen? Füllt die Tabelle aus und los geht's. Hier ist die Lösung. Die indirekten Objektpronomen lauten: Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com